Martin. Hi. Ja, willkommen Leute nochmal. Ich muss ein Update machen. Apple sagt, ich muss ein Update machen. Also? So doof. Sind wir auf die Idee gekommen? Nehmen wir uns dann nochmal ein Auto und fahren mal los. Jetzt haben wir uns gedacht, endlich mal wieder was Normales. Etwas, ein Alltagsauto. Ein Allerweltsauto, was sich auch jeder irgendwann mal holen kann. Aber jeder auch, glaube ich, ziemlich schick finde jetzt gerade mit dem Facelift. Ja, vor allem unserer, also der ist ja, ja. Jetzt nicht 0815 ausgestattet. Nö, der hat quasi den Motor weggelassen, dafür alles andere reingepackt. Was ist es denn für ein Auto? Ja, verrate ich doch aber nicht. Ach so, das verraten wir nicht. A5 Sportback. Ah, okay. 1,8er TFSI mit 170 PS. Und wie gesagt, er hat das Facelift abgekriegt, dementsprechend ab 2012. Eindeutig zu erkennen am Tagfahrlicht vorne. Ja, komm mal, aber wir gucken uns den Wagen an, am Auto zu sein. Da sieht man es am besten. Okay. Ja, geh schon mal vor, Moritz, ich muss noch einen Schluck nehmen. Okay, alles klar. Ja, auch schon da. Stehen wir mal da. Auch schon da. Ja, du warst eine Stunde vorher da, oder? Genau. Okay. Auto ist hier. Auto ist hier? Ich bin zwar auch da, aber bei mir gibt es kein Facelift. So. Ja, schön. Ja. Sowieso schön. Und also, am markantesten halt Facelift eindeutig zu erkennen, immer an dem Tagfahrlicht. Ne? Durchgängiges LED-Band. Genau. Klar projiziert mit einzelnen LEDs, aber trotzdem sieht das hier wenigstens aus wie ein durchgängig. Ja, sieht auf jeden Fall auch schon frisch aus. Also es ist ein modernes Auto, wenn man ihn jetzt so sieht. Richtig. Ich zeige euch ganz kurz, weil wir einen da haben, mal den Unterschied. Das, genau, dass man mal sieht. Also merkt es euch, so sieht es beim Facelift aus. Den Unterschied nicht durchgehendes sieht. Band. Ja, der andere ist jetzt zwar nicht an, aber ihr wisst dann sofort, was ich meine. Wir haben hier nämlich, ist jetzt ein S5, aber trotzdem. Die Scheinwerfer sind die gleichen. Das hier sind jetzt quasi die Scheinwerfer beim Vorfacelift. Kennt ihr, weil ihr die einzelnen Punkte hier dann habt im Tagverlicht. Macht den größten Unterschied bei den Scheinwerfern aus beim Facelift. Ja, Moment, ich renne. Ja, ich komme. Okay. Ja, und sonst? Werf mal einen Blick rein. Ja, sag mal kurz die. Das Piepen kriegst du beim nicht, A5 ne? Nicht weg. Ja, super toll. Ja, erst ab A6. Alles klar, dann piept er okay, jetzt. Okay, er piept. Moment. Ignoriert. Ich mach einfach mal. So, das ist nochmal aus. Ja, abgeflachtes Lenkrad. Sportsitze, S-Line in dunkelbraunem Leder. Ist jetzt nicht so, dass jeder A5 so aussieht, leider. Aber der hier ist. Schiebedach auch vergessen, ja? Schiebedach. Den Schiebebrudi. Schiebebrudi ist auch am Start. Und sonst genau das, was man nicht sieht. ACC, Totwinkelassistent, B&O, auch alles da. Und auch genug Platz. Dank nicht nur eben 5 Türen, sondern auch Platz für 5 Leute. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ist die Heckklappe elektrisch? Wir wissen es jetzt gerade nicht, ne? Doch schlecht ausgestattet. Tut mir leid. Gut, und Riesenkofferraum. Immer wieder, ehrlich gesagt, ein Wunder. Ja, allgemein bei den Sportbacks, ne? Also A3, A5, A7, die haben alle riesen Kofferräume. Vollkommen real, aber freuen wir uns doch drüber. Aber jetzt geht es nicht in den Kofferraum, sondern eigentlich eher um den Innenraum, ne? Ja, und wir wollen den Wagen halt zeigen, weil er einfach nur schön ist. Er ist der kleine, günstige A7. Richtig. Und macht immer was her. Kannst eigentlich vorfahren, wo du willst. Irgendwie sieht er einfach immer gut aus. Das stimmt, ja. Dann fahren wir doch aber trotzdem erstmal, oder? Ja, würde ich sagen. Und dann können wir in den Innenraum mal gucken, während wir fahren. Okay. Okay. So, im Auto. Ja! Hallo. Feierabendstimmung. Nein, egal. Ja, wir sparen uns heute und bei diesem Auto. Und da werden auch noch Autos folgen, wo wir uns dann Klang einfach sparen. M550D dachten wir, es würde vielleicht minimal was kommen. Irrglaube. Ja, nein, 1,8er. Das wird sich hier nicht lohnen. Wir fahren gleich trotzdem vielleicht ein, zwei Mal vorbei, aber wir brauchen jetzt hier keinen riesen Tamtam. Ja, und 1,8er TFSI, 170 PS. Ich denke mal, nach Sound müssen wir jetzt nicht lechzen. Wichtig hier ist, Vor-Facelift-Modelle von 8 bis 2012. Googelt das mal. Das erste, was ihr finden werdet, ist Ölproblem. Ölverbrauch, Kolbenringe, bla. Guckt einfach mal nach. Und das ist auch nicht so, dass das jetzt Ausnahmen sind, sondern wirklich von 2008 bis 2012. Jeder Audi mit einem 1,8er TFSI oder 2-Liter TFSI hat die Probleme. Wir können wirklich nur empfehlen, wenn ihr nichts lest von Reparatur oder Motor schon getauscht oder sonst was,
dann nicht kaufen. Genau. Das bringt nichts. Das ist Punkt 1 wirklich sehr, sehr teuer, es zu reparieren. Audi repariert es gar nicht. Die machen es mit irgendeinem Reparaturkit, wo eigentlich auch nur alles getauscht wird. Das ist noch teurer. Ja. Damit macht ihr euch keine Freude. Also wartet lieber und spart 1000 Euro mehr zusammen, um euch einen. Das war die Verkehrsrunde. um wirklich ein 12er oder neueres Modell kaufen zu können. Vollkommen richtig. Geht nämlich wirklich nicht um den Pflegezustand. Es haben alle. Es ist ein Konstruktionsfehler bei Auslieferung. Egal ob bei 30.000 Kilometern kann es auftreten, dass ihr schon 1,7 Liter Öl auf 400 Kilometer habt oder eben bei 150.000. Ja. Das ist vollkommen egal. Aber jetzt was haben wir denn sonst? Mal über unseren. Genau. Die Multitronic ist hier verbaut, weil nur die Fahrzeuge mit Quattro, also ein 1,8er können auch Quattro haben, aber eigentlich sind es meistens die 2 Liter, die haben Doppelkupplungsgetriebe. Wir haben eine Multitronic. Heißt? Ja, es ist eine Automatik. Okay, aber ohne Gänge. Ohne Gänge, ja. Frag mich nicht so richtig, wie es funktioniert, aber sie simuliert quasi Gänge durch verschiedene Zahnradumschaltungen. Es fühlt sich an wie von einem Gummiband gezogen. Wie im Zug irgendwie, finde ich. Ne? Also du bist ja schneller, aber du hörst nicht, die Drehzahl verändert sich nicht, du wirst einfach schneller. Ja, er bleibt so bei 1500 Umdrehungen und bleibt dort einfach. Ja, und dann wird er schneller, kurios. Aber da, nur in S wird sich dort etwas tun. Ansonsten ist die Multitronic erst einmal recht standfest. Haltet aber einfach die Ölwechselintervalle ein für die Multitronic-Getriebe. Dann ist auch alles in Ordnung. Ansonsten merkt ihr auch direkt, wenn sie losschießen einfach, Bremse treten, losschießen, könnte vielleicht nicht mehr so fit sein. Ja. Genau. Ja. Ja, ansonsten Audi Drive Select, der Totwinkelassistent, B&O sehen wir immer an dem Chromrand. Ja, wie gesagt, der Wagen ist wirklich sehr Hammer. Gut ausgestattet. Ja, also alleine mit dem abgeflachten Lenkrad, das sieht auch mega sportlich aus. Fühlt sich auch immer noch gut an. Navi haben wir auch. Ist zwar jetzt auch natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber dadurch, dass es das MMI Plus ist, na, er stellt jetzt hier auf den Nachtmodus. Sehr scharf. Halt. Extrem scharfes Display. Also da ist es echt schon mit dem heutigen fast konkurrenzfähig. Man sieht auch, die Ladezeiten sind hier anständig. Also für die Zeit vor allem. Schon ausreichend, ne? Vollkommen richtig. Dann, da wir beim Technischen jetzt schon waren, geht es jetzt ums Fahrerische. Ja. Und da werden wir trotzdem eine 0 auf 100 versuchen. Klar. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Auch das ist interessant und außerdem gehört es einfach zu unserem Prozedere. Genau. Also auf zur Straße. Andere Straße diesmal, aber auf zur Straße. Ja, angekommen und ja. Wir legen auch direkt mal mit 0-100 los. Ich hoffe, ich kann das irgendwie. Wir werden jetzt direkt den Seilzug spannen und loslegen. Moment. So. Okay. Joa. Zieht sich. Schnell ist er nicht. Na, es ist, aber man soll den Wagen ja natürlich auch nicht schlecht machen. Er hat 170 PS. Dafür er soll okay. Jetzt einfach erstmal nur einen vernünftigen Verbrauch haben und voran komme ich ja trotzdem. Ja, und wir haben Platz. Wir haben ein Auto, was mehr als schön ist, sowohl innen als auch außen. Und dann braucht er jetzt halt eben von 0 auf 100 ein bisschen länger. Wir haben jetzt nicht geguckt, was serienmäßig angegeben ist, weil es einfach nicht die wichtigste Disziplin bei dem Wagen ist. Aber ihr kriegt natürlich trotzdem die Stoppuhr unten rein und seht, wie schnell unserer ist. Und der hat jetzt auch, wie viel hat er runter? Ich sehe es nicht von hier. 155.000. Und da ist es ja schon mal gut, wenn wir jetzt feststellen, er ist nicht langsam, dann spricht es ja auch dafür, dass die mit ein bisschen Kilometern immer noch kaufbar sind, auf jeden Fall, was den Motor angeht. Richtig. Ja. Ich lasse dich mal irgendwo raus, Moritz. Genau. Und dann sehen wir uns. Aber nicht bei Lidl hier, will ich nicht mehr raus. Ja, ich dachte, du wolltest noch Klopapier kaufen. Nee, wir fahren ruhig wieder auf die Straße. Ja, ja, gut. Okay, dann seht ihr mich jetzt gleich wieder mal, wie immer, ausgesetzt irgendwo am Straßenrand. Geil. Tut mir fast leid. So, heute neue Straße, aber gleiches Prozedere. Schauen wir mal. Ja, man hört nicht viel. Ich rieche wenigstens was, das könnt ihr nicht, aber ja, 1,8er Serienauspuff, da kommt natürlich jetzt wirklich nicht allzu viel bei rum.
So, ja, können wir sein lassen. Denke ich doch. Man hört nichts. Der Wagen stinkt nur, das bringt nichts. Ich steig. Stinkt? Ja, stinkt. Ich steig mal ein, wir fahren zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo. Ja, also Sound ist jetzt nicht seins, ist aber auch nicht schlimm. Hier geht es um Verbrauch, hier geht es um ein sinnvolles Auto für die Stadt, Benziner. Sag doch mal was zum Verbrauch. Sag doch mal was zum Verbrauch. Ich gucke mir Verbrauchswerte so nie an, weil sie für mich eher unrealistisch sind. Aber wenn ich was sage, dann sollte das eigentlich schon passen. Nein, zwischen 7 und 8 Liter kommt hier vollkommen hin. Im normalen Stadtverkehr, wie gesagt, mit 170 PS. Passt. Was willst du jetzt mehr? Es wird nicht weniger. Nee. Auch die heutigen Autos, wenn du nicht ein Polo mit 3 Zylindern fährst, verbrauchen das. Und ansonsten mega gemütlich, geile Sitze jetzt hier, hart, straff. Das ist halt das Nonplusultra, wenn es jetzt um so ein A5 geht. Und du meintest ja, ist ja quasi wie ein kleiner A7. Ja. Ein A7 ist natürlich preislich auch nochmal woanders. Was kostet so ein Teil hier? Klar von bis, da gibt es ja Auswahl wie Sand am Meer. Vollkommen richtig. Also ganz grob zwischen 15 und 20.000. Je nach Kilometerstand. Und je nach Ausstattung. Ne? Weil wer sowas Schönes haben will, der muss halt ein bisschen mehr bezahlen. Und wer sich mit weniger zufrieden gibt, der kann auch weniger bezahlen. Gut, okay. Dann war's das jetzt. Ja, heute mal was kürzer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, abonnieren nicht vergessen. Ciao. Sowieso. Ja, ist uns gerade was aufgefallen vielleicht, als wir angekommen sind? Ja. Der Vergleich ist jetzt deutlich einfacher. Ich bin halt gerade eben zu einem S5 da hinten irgendwo gelaufen. Und jetzt fällt uns beim Einparken auf, irgendwie steht der direkt daneben, den wir gebraucht hätten für einen Vergleich. Aber jetzt seht ihr es wirklich gut. Vor-Facelift rechts, Facelift links. Riesenunterschied. Fabian in der Mitte. Jetzt darfst du nochmal Tschüss sagen. Tschüss.